Schneitach. Ein ruhiger Ort mit vielen Bäumen zum Klettern. Doch was passiert, wenn in diesem Gelände ein Unfall passiert? Unsere Redakteurin Steffi hat das getestet. Kommt ein Rettungswagen überhaupt in diesem Gelände vorwärts, um Steffi retten zu können? Ja, es gibt einen, der das schafft. Für das Auto zuständig ist Reinhard Singer. Er ist Leiter der Bereitschaft Schneitach. Der Vorteil dieses Fahrzeugs ist natürlich, wie man sieht, seine Geländegängigkeit. Er kommt in steiles Gelände und auch in Feldwege und in rutschiges Gelände. Und bei Schnee und Tiefschnee und Eis kommt er überall durch, wo ein normaler ADW nicht mehr hinfahren könnte. Vom Gerätschaften medizinischer Art ist kaum ein Unterschied, eher etwas weniger, weil der Platz nicht dafür vorhanden ist. Und ansonsten insgesamt 3 Liegeplätze, wobei man, wenn man einen Schwerverletzten hat, auch nur einen Patienten einladen kann. Zurück am Unfallort. Steffis Helfer sind inzwischen bei ihr. Hallo. Im Rahmen dieses Experiments wird Steffis Knöchel geschient. Bei einem Sturz kann es außerdem zu Rückenverletzungen kommen. Deshalb darf Steffi sich nicht bewegen und wird mit der Schaufeltrage zum Auto gebracht. Also auf die Schaufeltrage gehoben zu werden und dann weiter auf die Trage gehoben zu werden, das war in Ordnung, da hat man sich schon gut sicher gefühlt. Über das wir jetzt gerade fahren, fährt das Auto schon echt gut, muss man sagen. Gute Stoßdämpfer, gut ab. Zurück auf der Rettungswache. Wir wollten ein geländegängiges Fahrzeug, da wir ja so viele Berge und mittelfränkische Gebirgsstruktur haben und wollten natürlich auch noch ein Zugfahrzeug für Hänger, ist klar. Das ist ein Binzgauer 712 Dreiachser, der hier zu sehen ist. Und den haben wir uns anders gekauft, als er jetzt dasteht, und zwar als Bundeswehrfahrzeug. Der lief in der Schweizer Armee und ist dann ausgesondert worden. Und wir haben ihn in Gummersbach bei einem Händler gekauft und haben das Auto komplett zerrupft, haben es zerlegt, haben es metallisch blank geschliffen, da war keine Schraube mehr auf anderen, und haben das Auto in circa 1,5 Jahren Bauzeit komplett neu restauriert und hergerichtet. In dem Auto steckt auch jede Menge Technik. Er hat 98 PS und kann bis zu 100 km/h fahren. Das Auto ist mit 2 Hinterrädern ausgestattet, die mit 2 Hinterachsen angetrieben werden. Die Vorderachse kann im Geländegang dazugeschaltet werden. Das heißt, hier werden alle Gänge vom Getriebe nochmal auf die halbe Geschwindigkeit reduziert. Durch sein Vorleben als Militärfahrzeug kann der Rettungswagen auch zum Cabrio umgebaut werden. Und schon kommt der nächste Einsatz für den Geländerettungswagen aus Schneitach. Wo auch immer Hilfe gebraucht wird, Rettung kommt. Immer.